Jeder hat doch schon einmal geträumt zu fliegen. Bei der Flugsportgruppe Union Linz am Flugplatz Linz Ost wird der Traum vom Fliegen zur Wirklichkeit. Wie Bussarde und Falken ziehen die Segelflieger lautlos ihre Kreise auf der Suche nach Aufwinden, die sie in die Höhe tragen. Es ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man im Flieger einsitzen kann nach der Arbeit und kann eine Runde fliegen. Das ist schon lässig. Man bewegt sich so wie heute halt Adler, frei in allen Richtungen, in allen Dimensionen. Ich sage jetzt die dritte Dimension, sage ich mal, ist das Fliegen. Der Segelflug ist das motorlose Fliegen mit Segelflugzeugen. Aber wie funktioniert nun das Segelfliegen? Wir haben mehrere Arten, wie man im Segelflugzeug oben bleiben kann und fliegen kann. Das eine ist einmal die Hangwind, wo der Wind abgeleitet wird durch den Berg nach oben und da wird halt einfach am Hang gesegelt, so wie der Vogel oder die Bussard am Fennenberg. Das zweite Ort ist das thermische Segelfliegen, das wird im Flachland sehr stark praktiziert und auch in den Bergen, wo die Warmluft aufsteigt wie ein Heißluftballon und dann dort diese schönen Wetterwolken, diese Cumulus, wir sagen die Bummel dazu, bilden und unter die Bummel kannst du dann bis zu 5-6 Meter pro Sekunde steigen und dann gleitet es mit Segelflieger wieder ab und so machst du die Strecke. Dritte Ort ist noch ein ganz besonderer, bei Starkwind, bei Föhn, bei 150 km/h Wind geht man da Segelfliegen und es entstehen Wellen und in diesen Wellen kannst du bis auf 8000 Meter rauffliegen. Am Flugplatz Linz Ost stehen den Flugbegeisterten die verschiedensten Segelflieger zur Verfügung. Wir haben Segelflugzeuge für alle Mitglieder, vom Anfänger bis zum Hochleistungspiloten, bis zur Staatsmeisterschaftswettbewerbe. Und das sind Einsitzer, Zweisitzer, sind auch Motorsegler dabei, wo man auch mit dem Motor herumfliegen kann. Ist ein bisschen einfacher Ort zum Fliegen. Ja. Einige der Mitglieder erinnern sich noch gerne an die Anfangszeiten des Vereins. Der Verein, wie ich dazugekommen bin, die haben die Flugzeuge selber gebaut. Da haben wir 2-3 Jahre lang haben wir gebaut in der Gruppe und dann endlich ist der Tag gekommen, wo das Flugzeug also fertig war. Da waren wir junge Buben und da waren wir oft einen ganzen Tag waren wir am Flugplatz und haben vielleicht einen Start gemacht, weil da waren 16 oder 20 Piloten, die mit einem Flugzeug also fliegen wollten. Eine wichtige Arbeit ist das Warten der Geräte, das von den Mitgliedern des Vereins selbst durchgeführt wird. Ja, ich bin der Wart von dem Flugzeug. Flugzeuge müssen gut gewartet werden, weil nur dann ist wieder gewährleistet, dass wir gut und sicher wieder landen. Auch die nächste Generation der Segelflieger wird bereits am Flugplatz Linz ausgebildet. Wunderbar, es ist schön einfach das Segeln an sich, dass man ohne Motorkraft eigentlich sie durch die Lüfte bewegt und auch, dass man sehr weite Strecken fliegen kann. Aber es ist auch momentan, und das ist eher das Flugschülerproblem, ab und zu auch mit diversen Übelkeiten verbunden. Ja, es glaubt ja jeder, es ist ein elitärer Sport, ist überhaupt nicht. Wir wollen genau im Prinzip auch die Handwerker haben, die ja nicht so viel Geld haben in Geldbörsel. Und du fliegst einen Mitgliedsbeitrag um 200 Euro pro Jahr. Die Flugstunde selber mit Segelflieger kostet gar nichts mehr. Das ist ein Sportgerät und starten dann um 5 Euro. Und da kannst du 10 Stunden kostenlos herumfliegen. Das ist deswegen auch so kostengünstig, weil ein Segelflieger ja ein Null-Energiesport dort ist. Wir brauchen 0 Liter Sprit und können über 1000 Kilometer damit fliegen, rein nur mit der Sonnenenergie und mit dem Wind. Den Weltrekord im Segelfliegen stellte übrigens der Deutsche Klaus Ohlmann mit über 3000 Kilometern auf. Wer also ebenfalls den Ausblick und das einzigartige Gefühl des Segelfliegens erleben möchte, der kann sich einfach bei der Flugsportgruppe Union Linz melden.